Und Bale vorne rein. Oscar dann eins nach hinten. Depay auf den linken Flügel oder ins linke Mittelfeld. Hey Leute, was geht ab, euch? Und willkommen hier zu einer neuen Folge Food Draft Online. Und wir sind quasi im Halbfinale in der dritten Partie. Und mal gucken, ob wir diesen Gegner hier auch wegziehen können mit Aubameyang in Form. Oh mein Gott, Arjen Robben, Bale in Form. Philippe Luis, Tobi, Alderweireld in Form. James Rodriguez, Marcelo, Merino, Koscielny, Juanfran und Claudio Bravo in Form im Kasten. Also ein starkes Team, hat auch nicht die volle Chemie bekommen, so wie ich, weil ich bin ja nur auf die schnellsten Spieler gegangen. Nächstes Mal werde ich definitiv auch wieder eine Challenge machen. Ihr habt mir ja fleißig unten in die Kommentare ein paar Vorschläge geschrieben, weil dann finde ich das Ganze einfach noch ein bisschen spannender zu zocken. Zu zocken. Oh yeah, Kieran Gibbs. Komm, wir kommen hier gleich mal über die linke Seite. Kein Abseits. Giuliano bringt die Flanke auf Veguli. Und der ist natürlich nicht der Kopfballstärkste und die Gefahr ist gebannt. Kontermöglichkeit. Arjen Robben. Einfach nur pacen. Pace, pace, pace. Und zieht auch noch perfekt wie Arjen Robben in die Mitte. Und der erste Torabschluss hier vom Gegner. Was machen wir denn da? Nein, 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 nein. 1-0. Zack, boom. Der Gegner führt. Philippe Luis. Ja, 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 ja. Nein, Mirallas. Das gibt's doch gar nicht. Das hätte doch das 1:1 sein müssen, ey. Der Gegner kriegt eine Chance, macht sie. Ich habe hier meine Chance und mach sie nicht rein. Soll ich jetzt schon einwechseln? Wäre eigentlich zum Vorteil. Ich glaube, das mache ich auch, weil der Gegner ist echt nicht schlecht. Deswegen werde ich das jetzt mal jetzt schon umstellen. Diarra werde ich mal jetzt einwechseln. Messi. Und Bale vorne rein. Oscar dann eins nach hinten. Depay auf den linken Flügel oder ins linke Mittelfeld. Also heute brauchen wir richtig Power quasi. Power und nicht sowas. Das gibt's doch gar nicht. Viel zu leicht der Ball schon wieder weg gewesen. Giuliano, zack. Schön kombinieren. Oscar und jetzt Chicken. Nochmal in die Mitte. Nein, ey, das hier passt irgendwas noch nicht, Leute. Nein, das gibt es doch nicht, Mann. An die Latte, Hector Bellerin. Wenn der schon einmal vorne ist, der ist ja nicht häufig vorne. Und dann ist er jetzt hier vorne und haut die Kugel an die Latte. Kieran Gibbs. Nein, Mann, Leute, wir haben so viele Chancen. Wir müssen doch eine mal irgendwie reinmachen. Gareth Bale, Scoop Turn. Gareth Bale, Ballverlust. Und natürlich ein Pass vom Gegner und dann nur noch pacen, pacen, pacen. Das soll unsere Aufgabe sein. Wir sind hier in der Pace Challenge. Und der ist garantiert jetzt drin. Elfmeter? Ui, doch nicht. Es wäre typisch FIFA wieder. Schönes Ding auf Messi. Lionel. Messi holt hier die Ecke raus. Also das 1:1 hätte eigentlich schon längst fallen müssen. Flanke hinein. Claudio Bravo pflückt den Ball ganz einfach runter. Lukaku. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht das 2:0 fangen. Zum Glück trifft Aubameyang den Ball nicht. Das sah ein bisschen komisch aus. Und jetzt hier wieder schön nach vorne. Das ist nicht schön. Das war schlecht. Sehr gut, Diarra. Sehr gut, Depay. Sehr gut, sehr gut. Diarra. Messi mitnehmen. Lionel Messi. Nochmal zurück. Diarra nochmal. Payet. Jetzt müssen wir quasi wie im Handball hier so rumspielen. Zack, nochmal. Ball kommt nicht an, aber wir sind immer noch im Ballbesitz. Bale. Bellerin. Payet. Durch auf Oscar. Und Oscar kommt nicht zum Abschluss. Halbzeit. Leute, ich könnte hier schon wieder
keine Ahnung. Der Gegner hatte zwar auch am Anfang in den ersten 20 Minuten hat er besser gespielt, hätte auch 1-2-0 führen können. Er führt ja 1-0. Ihr seht es auch anhand der Statistik. Also der Gegner ist nicht schlecht, ich gebe es zu. Aber ich hätte auch schon mindestens ein Tor machen können, wenn nicht sogar müssen. Ein Robben, 2-0. Ey, das ist doch nicht normal, Mann. So ein Tor macht er vielleicht einmal in 20 Spielen oder so. Und gerade jetzt macht er es gegen mich hier rein. Nice. Ja, der Gegner macht es einfach nicht schlecht, muss man sagen. Ich gebe es auch zu, Leute. Ich gebe es zu, dass ich hier unterlegen, naja, unterlegen nicht bin, aber der Gegner ist gut. Das ist Fakt. Ja, guter Pass. Hätte auch ein Tor sein können. Aber Lukaku vergibt hier die Chance. Eckball, Arjen Robben. Aber ein Tor hatte ich hier mindestens verdient. Und das zweite Tor vom Gegner konnte man sich auch wieder drüber streiten. Guter Kopfball, ja. Ich musste jetzt hier auch sehr offensiv einstellen, weil wir müssen ja irgendwas machen. Und das Ding geht wahrscheinlich rein. 3-0. Alter, war geil. Gegen sowas kann man einfach nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich das verteidigen soll, Leute. Solche kurzen Ecken und dann solche langen, weiten Flanken. Keine Ahnung. Man muss den Gegner da früh stören. Ich habe jetzt nicht so schnell gecheckt. Aber ihr wisst ja, Leute. Das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Das habe ich euch schon so oft gesagt. Wenn ich kommentiere, spiele ich schlechter. Es ist einfach so. Deswegen spiele ich ja Food Champions auch nie live. Sondern zocke es für mich privat, um da geile Preise rauszuholen. Aber die Statistik interessiert mich mal auf jeden Fall. Die zeige ich euch am Ende. Aber 15 Minuten haben wir ja noch Zeit. Da gehen auf jeden Fall noch ein paar Dinger. Vielleicht schaffen wir ja doch noch ein Türchen. Oder zwei. Oder. Ja, jetzt noch zwei. Depay. Memphis. Nein. Paillet ist es. Ich hätte gedacht, es ist Memphis Depay gewesen. Sehr gut. Anschlusstreffer. Also wenn wir das jetzt noch drehen, Leute, dann wäre es zu heftig. Abseits. Na, Diarra, Mann. Der Ball verhungert. Hätte einfach schön auf Payet kommen müssen. Und jetzt fangen wir uns einen Konter. Und vielleicht sogar das 4-1. Nein. Also, Leute, man muss hier wirklich gegen starke Gegner hellwach sein. Und wieder ist es so eine Ecke, die ich meinte. Ich muss das auch trainieren. Ecken muss ich definitiv noch stärker reinbringen oder mir eine bessere Taktik ausdenken. Weil ich habe auch so viele Ecken immer. Schade. Ja, ich habe verloren. Bin ich rausgeflogen, Leute. Es ist halt so. Man kann ja nicht immer gewinnen. Man kann ja nicht immer gewinnen. Hier kommt einfach zack, boom in die Mitte auf Kieran Gibbs, der wahrscheinlich nichts im Kopfball kommt. Aber Payet kann hier nochmal die Flanke bringen auf Diego Alves, unseren Keeper. Das wäre nochmal geil gewesen, wenn der Keeper hier ein Kopfballtor gemacht hätte. Kann ich ihn ja auch auswählen? Ja, ich kann ihn auswählen. Jawollo, komm. Zack, hier und dann hinein auf... Ich mold auf Diego Alves und wieder hält der Keeper. Komm, dieses Mal kurz. Dieses Mal kurz. Nee, doch nicht kurz. Ich zieh da zwei mit raus. Perfekt. Wen habe ich denn jetzt hier? Ach komm hier, schnell rein hier. Ich bin eh rausgeflogen. Zwei Tore schaffe ich hier nicht mehr. Leider. Hätte ich am Anfang die Chancen gleich gemacht, wäre vielleicht nochmal was drin gewesen. Und wieder nicht. Natürlich, Claudio Bravo
hält hier auch den Ball. Mann, Ecke auf Lionel Messi, kommt nicht zum Kopfball, er ist auch nicht der Kopfballstärkste. Ich drück Viereck hinein, ganz gerade, und er flankt genau auf den Keeper. Schiri, du kannst jetzt auch bitte abpfeifen. Dankeschön, 3:1 verloren. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, Arjen Robben. Nur wegen seinem billig Longshot-Tor da. Mann. Ich habe 7 Schüsse aufs Tor, der Gegner hat 9 Schüsse aufs Tor. Ja, der Gegner war gut, aber viel besser. Nee. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier noch weiter. Es gibt ja noch trotzdem die Packs, Leute. Mal gucken, welche Packs ich bekomme. Ich gebe auch zu, Leute. Nicht, dass ihr mir unten in die Kommentare schreibt, du suchst nur nach Ausreden, weil du verloren hast. Nein, ich suche nicht nach Ausreden. Hätte ich aber am Anfang die Chancen gemacht, weil er war ja auch am Anfang eiskalt vor dem Tor. Hat gleich 2 Dinger gemacht. Ich hatte auch die Chancen. Ihr habt es gesehen. Naja, was soll's. Jetzt habe ich halt verloren. Und nächstes Mal kann ich mir wieder dann ein Team erstellen. Ich hoffe mal, ein Team mit ein bisschen mehr Chemie, sodass wir auch mal geiles Pack auf die 100er Chemie vielleicht kommen. Mal gucken, welche Challenge ich mir aussuche. Ich kann hier eigentlich so gut wie alles ablegen. Außer die Verträge, Unam nehme ich mir auch nochmal mit. Und wir kommen jetzt hier noch zum Jumbo Premium Gold Pack. Da könnte vielleicht etwas Besseres drin sein. Die Sternschnuppe ist nicht groß, es ist André Schöle. Ja. André? Was machst du denn hier, André? Behalte ich mir den? Ach ja, den behalte ich mir, komm. 1K lohnt sich auch nicht, den zu verkaufen. Baumann wird wahrscheinlich auch nicht viel mehr wert sein. Zack, boom. Ja, Leute, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen in der letzten Folge hatten wir halt die zweite Runde gespielt. Dieses Video findet ihr jetzt hier in der Endcard. Wir befinden uns nämlich in der Endcard. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Rechts daneben findet ihr halt nochmal die 2 Videos. Ein Food Champions Video. Darunter findet ihr die letzte Folge Food Draft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut da rein beim nächsten Video. Haut da rein. Tschüssikowski.